Guten Tag, ich bin Andreas Weber und leite von Frankfurt aus die Geschäfte von Inkisch für die Dachregion. Wir bei Inkisch bekennen uns zum uneingeschränkten Erfolg von Print im Digitalzeitalter. Und heute ist eine Premiere und ich habe gleich zwei Gäste, ganz tolle Leute, die sich auf Print in irgendeiner Form verschrieben haben. Und das ist das erste Over-the-Skype-Gespräch in deutscher Sprache, also eine wirkliche Deutschland-Premiere. Und ich darf ganz herzlich Frau Nicola Kropp-Rostek begrüßen, sowie Herrn Professor Dr. Martin Dreher. Und fangen wir doch an. Und ich gebe an Sie weiter, Frau Kopp, damit Sie einfach kurz uns sagen, wer Sie sind, was Sie antreibt und vielleicht, wie Sie heute Morgen aufgestanden sind, was immer Ihnen in den Sinn kommt. Ja, vielen Dank, Herr Weber, zunächst für die freundliche Einladung. Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass wir heute ja, Teil dieses Gesprächs sein dürfen. Aufgestanden bin ich sehr gut. Ich habe auch sehr gut geschlafen. Ja, ich habe mich dann nach einem kurzen Frühstück hier ins Homeoffice begeben, in dem ich jetzt dann doch schon ja, 6 Wochen eigentlich bin, schon eine gute Weile, aber wie man, denke ich, hier sieht, technisch zumindest gut ausgestattet und insofern freue ich mich jetzt auf unser Gespräch. Ich darf vielleicht ganz zu Beginn zunächst die DFTA kurz erklären, für was eigentlich die 4 Buchstaben überhaupt stehen. Das D steht für deutschsprachig, dann geht es weiter mit FTA. FTA steht für Flexographic Technology Association. Wir stehen für einen Verband mit 40-jähriger Tradition und vertreten rund 300 Mitglieder aus dem Druckvorstufen- und Zulieferbereich und ja, bieten entsprechend ganz klassische Verbandsarbeit an. Wir haben ein hervorragendes Netzwerk, was wir bedienen, bieten Wissensvermittlung, Beratung, Unterstützung für unsere Mitglieder an und als Alleinstellungsmerkmal des Verbandes gilt sicherlich unser Technologiezentrum, über das wir im Laufe des Gesprächs noch einiges hören werden. Das ist sehr schön und Sie, Herr Dr. Dreher, auch einen guten Start in den Tag gehabt? Ja, hat gut geklappt. Auch ich habe dann erstmal Homeoffice gemacht. Jetzt bin ich allerdings hier in der Hochschule der Medien. Hallo aus Stuttgart an alle. Hier sind wir gerade jetzt mit mir an der Hochschule der Medien und da mache ich die Professur für Verpackungsdruck im Studiengang Verpackungstechnik. Und das ist natürlich schon mal alleine spannend, aber in Nebentätigkeit bin ich dann auch noch für die DFTA tätig und leite das Technologiezentrum und DFTA und Flexfood ist das, was uns verbindet, die Frau Kropp-Rostek und mich. Und ja, in der Eigenschaft haben sie uns vermutlich angesprochen. Druck treibt schon ewig an, gefühlt, also eine ganze Ewigkeit seit meiner Berufsausbildung als Offsetdrucker Ende der 80er und dann Studium hier Druckereitechnik. Damals hieß es noch Fachhochschule für Druck, jetzt Hochschule der Medien. Und inzwischen bin ich da natürlich einerseits ein bisschen spezialisiert auf den Flexodruck, aber andererseits noch viel tiefer drin in den Spezialitäten des Verpackungsdrucks. Das heißt, Sie blicken dann an der Stelle ein wenig über den Tellerrand und ich kann mir vorstellen, das kann bei beiden Aufgaben, die Sie wahrnehmen, nicht schaden. Und das wäre auch so ein bisschen für mich der Tenor heute, dass wir über die Dinge hinaus gucken. Natürlich, wenn ich an Frau Kropp-Rostek zurückgeben darf, natürlich treibt einen so bestimmte Dinge um. Und Sie selbst mussten ja Ihre große Veranstaltung absagen oder verschieben. Trifft Sie das sehr? Gibt es Alternativen? Ja, also in der Tat, das war jetzt für die DFTA natürlich schon es hat uns eigentlich ins Herz getroffen, kann ich sagen, weil die ProFlex, wie Sie gesagt haben, das ist unsere Highlight-Veranstaltung, die wir einmal im Jahr durchführen und wir hatten in diesem Jahr noch die Besonderheit, dass wir eine Sonderedition der ProFlex geplant hatten.
die mit der Schwester, mit dem Schwesterverband, mit der Flexo Swiss geplant war in Konstanz, also für die komplette Dachregion Deutschland, Schweiz, Österreich. Und wir sahen uns dann gezwungen, wirklich 2 Wochen vorher die Veranstaltung abzusagen. Und ja, wir waren dann auch gezwungen, da wir um die ProFlex herum viele Gremiensitzungen und entsprechend auch interne Sitzungen geplant hatten, kurzfristig uns neu aufzustellen eigentlich oder uns der Situation anzupassen und haben beispielsweise auch unsere Mitgliederversammlung, was ja für einen Verband auch das höchste Gut ist, dann entsprechend online durchgeführt, was womöglich zunächst mal einfach klingt, aber da eine Mitgliederversammlung doch auch einiges an Formalitäten zu berücksichtigen hat, eigentlich gar nicht so einfach war. Und wie gesagt, wir hatten es terminiert. Es war dann eine gewisse Herausforderung, die wir aber kurzfristig gemeistert haben und auch von den Rückmeldungen der Mitglieder dann eigentlich sehr positiv aufgenommen wurden. Und ja, und wie muss man sich das vorstellen? Läuft das als Videokonferenz? Wie kann man das überhaupt machen? Und wie wird dann rechtsverbindlich abgestimmt? Ja, genau. Das ist ein gutes Thema, was Sie ansprechen. Die rechtsverbindlichen und die ganzen Vorschriften, die es einzuhalten gilt, war, wie gesagt, nicht so einfach. Wir haben uns da einem Tool bedient. Das war das GoToWebinar und haben da den ein oder anderen Vorlauf auch intern gemacht, damit wir das alles sicherstellen können. Wir haben über Handzeichenfunktionen gearbeitet, dass jedes Mitglied auch die Möglichkeit hat, sich zu Wort zu melden, was, wie gesagt, einfach für eine Mitgliederversammlung sehr wichtig ist, weil eben das Mitglied auch den Rahmen vorgibt, wie wir uns künftig aufstellen und ausrichten, und haben das aber gemeistert. Dann Glückwunsch dazu, das war sicher klar kein leichtes Unterfangen. Und jetzt vielleicht nochmal der Schwenk an den Hochschulprofessor, Herr Dr. Dreher, Sie haben wahrscheinlich viel Freizeit, weil alle Lehrveranstaltungen ausfallen, und können intensiv sich um den Verband kümmern. Wie trifft Sie das an der Schule im Moment? Ja, ist ein bisschen anders. Ja, erstens einmal, die ganzen Vorlesungen mussten virtualisiert werden, was natürlich bis dahin nicht geschehen war. Ich bin da weit vorne gegenüber meinen Kollegen, weil ich schon die ganzen Vorlesungen in Prosa-Text weitestgehend geschrieben hatte. Dennoch das Ganze, das dann auf die elektronische Schiene zu bringen mit Audio, Video und sonstigen Dateien, war ein Großteil der 5 Wochen wert, die ich da Verschiebung hatte zwischen dem geplanten und dem jetzt stattgefundenen Semesterstart. Also Langeweile war da überhaupt nicht, und deswegen schon ein bisschen abmildern die Aussage, ne? Viel Freizeit war da nicht dabei, oder zumindest nicht extra viel für den Verband. Ich habe aber trotzdem Zeit gefunden, nebenbei tatsächlich was zu machen, und da haben wir jetzt begonnen, solche Erklärungsvideos, Lehrvideos zu publizieren, wo ich dann Dinge erkläre aus meiner Praxis, aus zurückliegenden Fachartikeln, was gerade aktuell ist. Vor 15 Minuten habe ich das letzte Ding dieser Art auch wieder fertiggestellt. Das ist jetzt auf meinem Rechner und wartet darauf, verteilt zu werden. Und weil Sie vorhin nach dem heutigen Morgen gefragt haben, White Paper Verpackungsdruck, das war Beginn des Tages heute. Und Verpackungsdruck heißt natürlich, dass da alle Verfahren zu würdigen sind, und dementsprechend ist es natürlich auch eigentlich was ganz anderes geworden als ein White Paper. Sie sehen vielleicht hier über 70 Seiten. Hier ist schon ein Buch geworden. Das hat mich jetzt die letzten 3 Wochen oder so jetzt in Abschnitten immer wieder beschäftigt. Und jetzt habe ich mal einen Draft fertig. Der muss jetzt im Verband natürlich noch abgestimmt werden. Und dann gibt es daraus wahrscheinlich auch wieder eine Reihe von Videos, um das Ganze in bekömmliche Häppchen zu zerteilen und auch den Leuten nahezubringen, besser als das mit so einem
Buch. Das bringt uns auf ein Thema, was uns bei Inkish natürlich auch beschäftigt, nicht nur in diesen Zeiten, sondern generell, das Thema Wissensvermittlung und natürlich auch das Thema Wissensaustausch. Und ich kann mir vorstellen, in der Verbandsarbeit, Frau Koprostek, ist das wahrscheinlich ein elementarer Punkt. Wie kommen denn im Moment, wie halten Sie den Kontakt zu Ihren Mitgliedern? Melden die sich? Müssen Sie nachfragen? Was bieten Sie an Hilfestellung? Ja, ich hatte jetzt ja vorher ganz kurz gesagt, wie wir die Mitgliederversammlung durchgeführt hatten online. Wir haben dann in der Zwischenzeit, muss ich sagen, eigentlich schon ganz gute Routine in diesen Online-Tools. Wir machen regelmäßige Online-Meetings, da wir haben beispielsweise Präsidiumssitzungen bereits online durchgeführt. Wir planen aktuell einen Arbeitskreis für den digitalen Verpackungsdruck online durchzuführen. Ich weiß auch, dass die Arbeitsgruppe Sleeve plant, über dieses Tool sich zu verständigen. Also ich sage jetzt mal, sowohl intern als auch externe Kommunikation funktioniert wirklich gut. Also das, was vielleicht vor ich sag mal, 2 Monaten noch nicht denkbar war, ist jetzt bei uns zumindest schon Routine geworden und sind diesbezüglich wirklich ganz gut aufgestellt. Wir bieten darüber hinaus zu diesen Online-Tools eben das, was Martin Dreher gerade schon erzählt hat, diese neue Marke auch an. Also ich kann sagen, dass sich es wirklich als Marke schon implementiert hat, dieses DFTA erklärt. Ist eben auch was, was wir online den Mitgliedern zur Verfügung stellen als inhaltliches Weiterbildungsangebot, was gerade der Wissensvermittlung dient. Und haben uns, wie gesagt, diesbezüglich eigentlich recht schnell und kurzfristig neu aufgestellt. Und die Mitglieder selbst, haben Sie da Einblick? Können die insgesamt das gut nachvollziehen oder gibt es ein gewisses Gefälle, dass manche diesen medialen Inszenierungen nicht so ganz trauen oder das gar nicht mögen? Also zumindest die Rückmeldungen, die wir bekommen, das sind dann Mitglieder, die es nutzen und die spiegeln uns ein sehr positives Bild, muss ich sagen. Also es kommen Rückmeldungen bei mir in der Geschäftsstelle an, aber natürlich auch bei Martin Dreher dann direkt. Und bisher habe ich das Gefühl, dass die Mitglieder eher dankbar sind, dass es eben weitergeht, dass wir etwas anbieten. Und insofern muss ich sagen, bekomme ich eigentlich ein positives Bild gespiegelt. Ja, Herr Dreher, Sie sagten eben, Sie sind ja über die Hochschularbeit schon erfahren und mussten jetzt sozusagen ein digitales Tutorial aus dem Boden stampfen. Haben Sie denn Tipps für uns? Worauf kommt es an? Weil alles, was ich weiß von meinem Studium her, gute Rhetorik, macht sich halt dadurch bemerkbar, dass ja ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, die ich über ein Bildschirmmedium ja so nicht transportieren kann. Ja, in der Tat wird auch das, was ich mir da so ausgedacht habe, wahrscheinlich keine Präsenzvorlesung ersetzen können. Da müsste man jetzt die Studenten fragen, aber die sind jetzt erst 2 Wochen in dieser Art der Vorlesung drin. Ich habe auch da den Anspruch, möglichst nachhaltiges Lernen zu ermöglichen, damit die Leute nicht bloß bei mir durch die Klausur durchkommen, sondern es möglichst alles auch hinterher noch wissen. Und dazu versuche ich halt verschiedene Kanäle anzusprechen. Wenn ich denen ein Skript gebe, dann ist das gedruckt, dann ist das zum Lesen. Das bespielt den visuellen Kanal, aber wir wissen, glaube ich, alle, wie viel von etwas hängen bleibt, das man nur mal gelesen hat. Gibt es auch Statistiken drüber. Aber bei mir kommt dann eben immer noch der Audiokanal dazu und dann, also sprich einmal das Skript zum Anschauen, das Skript zum Anhören, das ist dann vertont und dann noch zusätzliche Videos, zum Teil nach der Art, wie ich sie jetzt als Erklärvideos mache, aber auch separate und ganz viel auf YouTube, da gibt es auch viele Erklärungen, mit deren man sich einfach per Hyperlink bedienen kann. Und so hat man dann mal einen guten Medienmix und bisher kriege ich da ganz positives Feedback.
Wie es denn tatsächlich gewirkt hat, wird man in ein paar Wochen wissen, wenn die Prüfungen geschrieben sind. So noch in den Sternen steht, weil wir wissen noch nicht einmal, ob wir die in Präsenz machen können oder ob wir die dann auch virtuell online machen müssen. Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Also spannende Herausforderung, aber das ist wie Weihnachten. Alle sind immer im Vorhinein völlig aufgeregt und irgendwann ist der 24.12. 17 Uhr Bescherung und alles läuft dann wie am Schnürchen. Frau Kopp-Rostek, ich weiß, Sie haben ja auch noch besondere Aktivitäten, die Sie vor besondere Herausforderungen stellen. Sie haben ja auch Technologiezentren und eine Akademie und eine wichtige ein Serviceangebot für Mitglieder, um Drucktests zu machen. Wie gehen Sie damit vor im Moment? Ja, also das Technologiezentrum, dem jetzt gerade Martin Dreher auch sitzt, ist in der Tat so, dass wir dort die wissenschaftlich begleiteten Drucktests normalerweise mit Präsenz unserer Mitglieder anbieten. Und das ist natürlich ein Haupt- oder ein wesentlicher Punkt des Technologiezentrums ist. Und wir haben dann uns kurzfristig überlegt, wie kann man damit umgehen, dass diese Präsenzveranstaltung oder diese Präsenzdrucktests bis auf Weiteres nicht stattfinden können. Wir haben dann gesagt, wir werden es versuchen umzustellen, und zwar, dass wir eben ohne diese physische Anwesenheit Drucktests durchführen, haben das an die Mitglieder kommuniziert und haben da auch positive Rückmeldung bekommen, dass es tatsächlich angenommen wird. Ganz konkret, wie es abläuft, ist sicherlich wieder der Martin Dreher vor Ort, derjenige, der es en Detail beschreiben kann. Aber wie gesagt, das Angebot haben wir kurzfristig umgestellt und es wird, Gott sei Dank, muss ich auch sagen, gut angenommen. Das ist ein guter Punkt, Herr Dreher. Vielleicht können Sie uns da Einblick geben, weil das ist relativ spannend und auf Verbandsebene kenne ich eine solche Vorgehensweise bisher eigentlich gar nicht. Das kann an mir liegen, es kann aber auch daran liegen, dass Sie da eine Spezialität bieten. Ich kann mir vorstellen, für das tägliche Geschäft Ihrer Mitglieder in den Betrieben hat das wahrscheinlich eine sehr hohe Bedeutung, dass das, was gemacht wird, validierbar ist, auch wissenschaftlich validierbar. Ja, glaube ich schon, wenn auch nur für einen Teil unserer Mitgliedschaft. Vielleicht mal generell, was hat es mit diesen Tests da so auf sich? Flexo ist noch nicht ausentwickelt, noch lange nicht. Das heißt, da gibt es immer noch viel zu untersuchen und das meiste davon, das sieht man erst, wenn es auf der Druckmaschine gelandet ist. Und da kommen die Leute halt zu uns hier nach Stuttgart, um sowas unter kontrollierten Bedingungen zu tun, also hier auf eine Kontralzylinderflexomaschine zu gehen und in Ruhe das auszuprobieren, was sie sich da ausgedacht haben, seien es neue Druckfarben, neue Rasterwalzen, neue Druckplatten oder sowas. Und das untersuchen wir dann für die. Und das kann bis dahin gehen, dass wir da auch die Auswertung machen, also so einen Benchmark-Test gegen einen Referenzkandidaten mit dem neuen dann vergleichen und dann eine ausgiebige Untersuchung darauf anstellen und Berichte und so weiter. Und wie machen wir das, wenn jetzt die Leute nicht bei uns hier rein dürfen? Wir haben da sehr genaue Pläne, das heißt, wir stimmen das mit dem Kunden ab, was alles gemacht werden soll, was variiert werden soll, was dann da an Mustern zu ziehen ist. Und manchmal gibt es dann natürlich so Meilensteine dazwischen, wo der Kunde dann sagen muss, so, und von hier aus müssen wir jetzt nach links, falls es sich so benimmt, und oder nach rechts, falls es sich anders benimmt. Und das lösen wir dann durch eine Videokonferenz live mit dem Kunden. Dann guckt er da drauf, da haben wir dann Mikroskope digital, die dann da genutzt werden können, um sogar Mikroaufnahmen dann live zu zeigen und sowas. Da kann man dann informierte Entscheidungen treffen, wie dann der ganze Versuch weitergehen soll. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Sind das jetzt vorwiegend Tests, um sozusagen die eigenen Fertigkeiten zu verbessern? Oder ich kenne das aus dem Verpackungsdruck an sich, dass ja sehr oft Neuprodukte mit den Markeninhabern, mit den Kunden der Druckereien konzipiert werden und man genau alles durchprüfen muss, weil dahinter steht ja, eine neue Fertigungsstrecke aufzubauen. Ist das im Flexodruck dann ähnlich?
Es ist ein bisschen was von beidem, tendenziell eher das Letztere, aber wir machen hier keine konkreten Qualifizierungen von neuen Verpackungsprojekten. Also wenn die Druckerei X mit dem Kunden Y jetzt eine neue Faltbodenbeutel entwickelt hat mit einer neuen Art der Bedruckung oder was, oder Verschlussmechanismus oder sowas, dann wird das bei uns tendenziell eher nicht ausprobiert. Das müssen die alles selber machen, weil sie es ja dann auch fertigen müssen. Bei uns geht es eher eine Stufe niedriger zu. Das heißt, wenn eine neue Druckfarbserie qualifiziert werden soll, prinzipiell für den Markt, dann kommen die Leute zu uns hier. Oder wenn es ein neues Montageklebeband auszuprobieren gilt, ob das auch langlebig genug funktioniert, dass keiner der anwendenden Druckereien dann irgendwie negative Folgen zu befürchten hat, tendenziell hoffentlich sogar Vorteile, dann wird das bei uns hier getestet. Also mehr generisch als konkret auf Projekte abgerichtet. Sehr gut. Und jetzt haben wir vielleicht eine ganz gute Brücke gebaut, weil letztendlich geht es ja darum, wie läuft das Geschäft in der Praxis und wie sieht es in der Branche aus? Sie haben ja, wenn ich das richtig erinnere, auf der Website 3 Schlagworte identifiziert, Frau Korbrostek: innovativ, leistungsstark, vielseitig. Ist denn genau, sind diese Kerneigenschaften über Ihre Mitglieder im Moment abbildbar? Läuft das Geschäft gut? Läuft das Geschäft mäßig? Oder gibt es große Schwankungen? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Einblick geben. Ja, sehr gerne. Also ich kann vor allem für die Verpackungsindustrie und hier für den Lebensmittelbereich sprechen. Da ist das, was mir zurückgespielt wird, so, dass die Produktionen eigentlich planmäßig laufen und dass auch von einer ganz guten Auftragslage gesprochen wird. Als Beispiel kann ich auch von einem Mitglied berichten, das sogar in Italien produziert und Italien ja wirklich sehr, sehr stark von der Krise betroffen ist, die aber dadurch, dass sie quasi als systemrelevant angesehen wurden, auch wirklich zu 100% weiter produzieren können und es dort eben keine Betriebsstilllegung gegeben hat. Genauso kann ich berichten für den Wellpappenbereich, dort speziell wieder für den Bereich Food und Beverages, dass auch dort die Auftragsbücher ganz gut gefüllt sind. Sicher, ich glaube, wenn man die ganze Druckbranche betrachtet, muss man Wasser ja in den Wein gießen. Und ich glaube, dass dort wirklich auch sehr viele Umsatzeinbußen vorhanden sind und auch Auftragsausfälle vorliegen. Und ich glaube, es für die ganze Branche zu sprechen oder für die wirklich Druckbranche ist es sicherlich so, dass das Ausmaß überhaupt nicht absehbar ist. Und ich glaube, es wäre unseriös, jetzt da eine Aussage für die Zukunft zu treffen. Ich kann einfach, wie gesagt, für diesen Verpackungsbereich sprechen, der Gott sei Dank nach aktuellem Stand noch, von einer ganz guten Auftragslage spricht. Das Echo konnten wir auch einfangen. Wir hatten letzte Woche ein Interview mit Hamilton Costa aus Sao Paulo, der das auch bestätigt hat und gerade sagte, was flexible Verpackungen angeht, ist die Auftragslage eher fast besser als schlechter geworden. Beschäftigt Sie das, Herr Dr. Dreher, von der Wissenschaftsseite auch, zu wissen, was im Markt passiert? Beobachten Sie das? Ja, natürlich ist das ein wichtiger Teil von unserer Tätigkeit. Dann an sowas identifizieren wir dann immer, was wir jetzt als nächstes in unsere Untersuchungen mit einfließen lassen müssen. Ein gutes Beispiel war jetzt vor einem guten Jahr, da trat ziemlich plötzlich die Geschichte auf, dass Netto von den ganzen Produzenten dann forderte, dass dieses digitale Wasserzeichen da in die Verpackung reinkommt. Und dann haben wir uns da binnen weniger Wochen von 0 auf 100 ziemlich schlau gemacht, so schlau, dass wir dann auch Seminare geben konnten. Und das funktioniert nur, wenn man auf den Markt hört, ganz klar. Ja, da
Da kriegt man entsprechende Anfragen und dann reagiert man darauf. Ja. Sehr gut. Und vielleicht an Frau Kopp-Rostek nochmal die Frage. Sie haben gesagt, selbst in Italien kann ein Mitglied produzieren, als systemrelevant identifiziert von den behördlichen Stellen. Gibt es denn aber irgendwelche Engpässe? Weil die Druckerei alleine, die hat ja nicht alles an Materialien, was sie sozusagen verarbeiten muss, an Bord schon. Ja, definitiv. Also es gibt natürlich auch sehr starke Engpässe, gerade durch eine hohe Nachfrage für die Desinfektionsmittel ist es zu einer massiven Verknappung von Lösemitteln, speziell von Ethanol, gekommen. Und da ist es auch nach wie vor so, dass es eine extrem angespannte und unsichere Lage ist und keine Zusage, ich sage mal, vorliegt für die nächsten oder über 2 bis 4 Wochen hinaus. Also da ist es eine unsichere Lage und man weiß aktuell noch nicht, wie es weitergeht. Teilweise werden die Mengen rationiert. Dazu kommt, dass die Preise in diesem Bereich massiv gestiegen sind. Und das ist ein Bereich, der dringenden Handlungsbedarf nach sich zieht. Und ein anderer Bereich ist zum Beispiel auch, dass teilweise Waren nicht abgeholt werden und dadurch entsprechend die Räume voll sind sozusagen. Also sprich, es wird nichts abgeholt, es wird teilweise dann um Stundungen gebeten und auch die Zahlungsmoral weiß ich auch, dass die teilweise schlechter geworden ist. Also da ist sozusagen, die Produktion ist gelaufen, alles termingerecht und pünktlich und dann gibt es logistische Probleme und was auch immer. Ja, genau, definitiv. Einschränkungen in Geschwindigkeit, in logistischen Themen, Liefermengen und so weiter und so fort. Also schon umfassend wirklich auch, was es an Herausforderungen gerade gibt. Ja. Ich sehe gerade, Herr Dr. Dreher nickt so zustimmend. Haben Sie auch Erfahrungen in dem Bereich oder Einblick in spezifische Situationen? Ja, zum Beispiel, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis mit diesen Druckversuchen, auf uns kommt man geradezu von Seiten der Foliendrucker, die jetzt für das Ethanol ein X-faches bezahlen sollen gegenüber früher. Jetzt wäre es halt gerade spannend, dann vielleicht auf die Folien dann doch mit Wasserfarben zu drucken. Ist ja bisher nicht sehr weit verbreitete Praxis, machen nur wenige, mit Wasserfarben auf Folien zu drucken. Meistens ist das eben eine Lösemittelfarbe, aber genau die ist jetzt natürlich von dieser Ethanolknappheit betroffen. Und warum dann nicht jetzt versuchen, mit Wasserfarben erfolgreich auf die Folie zu drucken? Die gibt es prinzipiell schon seit Jahren, aber die muss man halt immer für sich dann als Druckerei erst qualifizieren, sodass die dann das gleiche Ergebnis liefert wie die Lösemittelfarbe. Wobei typischerweise ist es so, dass man das dann für neue Aufträge dann vorsieht, wo man sowieso dann quasi eine neue Ausarbeitung der Grafik machen muss und dann sich auf die Wasserfarbe entsprechend einstellen kann. Und wahrscheinlich solche Anwendungen, wo es dann auch keine direkten Vergleichsmöglichkeiten hat, weil es eben etwas Neues ist. Ein anderer Punkt, der mir noch in den Sinn kommt, ich gebe mal wieder rüber an Frau Kopp-Rostek. Wenn die Betriebe arbeiten, gerade in Italien, dann muss man natürlich auch an den eigenen Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen arbeiten. Ist das auch Teil der Gespräche mit Mitgliedern, die Sie haben? Ja, da weiß ich auch, dass die Unternehmen sich eigentlich kurzfristig umgestellt haben, dass beispielsweise in einen 24-Stunden-7-Tage-Modus gewechselt wurde, dass Schichten auch in Produktion oder auch in der Verwaltung neu gestaltet wurde. Ich weiß auch, dass Sicherheitsbestände und Vorratsreichweiten aus- und aufgebaut wurden und um sich da entsprechend unabhängig auch zu machen, soweit es eben ging. Also wie gesagt, Kapazitäten dort, wo es ging, wurden ausgeweitet und weiter aufgebaut. Und ganz interessant ist eigentlich auch von einem Betrieb, das auch im Textildruck mit tätig ist. Die haben sich kurzfristig umgestellt und produzieren mittlerweile Schutzmasken. Also das ist was
wo man einfach sieht, dass die Branche flexibel auch reagiert, dass sich den Herausforderungen stellt und es sehr dynamische Anpassungen gibt. Das finde ich hochspannend und man bekommt das ja auch in anderen Branchen verstärkt zu hören. Das heißt, es setzt ja scheinbar eine ganz neue Form der Kreativität ein. Und ja. Dr. Dreher, wie tangiert Sie das jetzt von Ihren Aufgaben her, sowohl an der Hochschule als auch für den Verband? Ja, also ehrlich gesagt, mit Textildruck habe ich mich jetzt da deswegen noch nicht beschäftigt. Ich glaube nicht, dass ich da was beisteuern könnte, jetzt diese Schutzmasken besser zu dekorieren oder sowas. Ich glaube, das wird noch ein Modeaccessoire, wenn es nicht schon soweit ist. Aber da eignet sich unsere Einrichtung hier eher weniger dafür. Aber die Brücke zu schlagen dann zwischen der Massenproduktion, die dann unsere Mitglieder machen, und der Vorschaufertigung, wir sagen da ja immer Proof dazu, ja, das wird unser Thema, das ist schon ein bisschen unser Thema geworden, nämlich auf verschiedenste Materialien dann einen Vorschaudruck zu erzeugen, der dann die finale Grafik, die dann massenproduziert wird, möglichst genau vorhersieht. Kennen Sie ja das Thema bestimmt. Das hört sich gut und spannend an. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben 30 Minuten schon locker miteinander verbracht und ich fand das super spannend. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Vielleicht nutzen wir gerade so eine oder leiten eine kurze Schlussrunde ein. Gerne können wir das Gespräch zu jeder Zeit fortführen. Wann immer sich etwas Spannendes bei Ihnen tut, greifen wir das gerne und ad hoc wieder auf, weil wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir kommen ganz gut miteinander zurecht. Mal sehen, was unsere Zuschauer dann auch später sagen. Und vielleicht, Frau Koprostek, an Sie die Frage, was im Moment, was ist so die Perspektive? Woran sitzen Sie gerade, um die nächsten Wochen und Monate bestreiten zu können? Ja, perspektivisch, wir warten natürlich, glaube wie ganz viele andere auch, darauf, wie es weitergeht, wann es Lockerungen gibt. Uns beschäftigt natürlich die Frage, können wir unsere Highlight-Veranstaltung, die ProFlex im Herbst beispielsweise, was aktuell mal geplant ist, tatsächlich durchführen? Also wann gibt es Lockerungen im Veranstaltungsbereich? Genauso die Frage, wann wieder Präsenzveranstaltungen und Seminare im Technologiezentrum stattfinden können in der Flexo-Akademie. Da bereiten wir uns zumindest auch darauf vor, dass wir mit kleineren Gruppen und etwas andere räumliche Situationen Präsenzveranstaltungen kurzfristig ermöglichen können. Also quasi wir warten in uns für den Tag X, wenn es wieder heißt Go, können wir loslegen. Und da bereiten wir uns entsprechend darauf vor. Und ja, ich hoffe einfach und deswegen vielleicht auch mein Abschlusssatz. Sie hatten Hashtag Zuversicht als T-Shirt. Ich habe mich heute in grün gekleidet, das Symbol der Hoffnung und Zuversicht, dass wir wirklich schnell wieder durchstarten können und wirklich auch mit Präsenzveranstaltungen loslegen können, weil das ist das, wodurch natürlich ein Verband lebt, durch Emotionen, durch Netzwerk, durch tatsächliches, persönliches Treffen. Und insofern hoffe ich auch, Herr Weber, dass wir uns dann persönlich mal kennenlernen. Und abschließend vielleicht, ich hoffe natürlich, dass die Branche einfach gut durch diese Krise kommt. Ja, super. Ja, das hoffen wir alle. Und jetzt zeige ich nochmal mein schönes Shirt und den Hashtag Zuversicht. Wobei natürlich die Farbe Grün auch eine ganz wichtige ist. Herr Dr. Dreher, ich gebe mal an Sie weiter. Es kam ja das Thema Präsenzveranstaltung auch im Technologiezentrum. Dort müssen ja dann auch spezielle Hygiene- und Schutzmaßnahmen getroffen werden. Das haben Sie ja sicher schon, wenn die Leute dort in Arbeit sind, schon geregelt. Und ist das jetzt sehr aufwendig, wenn man dann langsam die Tore wieder aufmachen kann? Oder wie gehen Sie generell damit um? Ja, in der Tat, wir haben also natürlich für unsere Mitarbeiter jetzt hier schon Vorkehrungen getroffen, aber auch so, dass dann in
im Wechsel Homeoffice gemacht wird, sodass man sich nicht unbedingt überhaupt begegnen kann hier. Die Hochschule ist auch relativ verlassen, also da ist, glaube ich, ein sehr, sehr stark eingeschränktes Begegnungsrisiko überhaupt da. Wir werden dann, es ist jetzt gerade noch für heute Nachmittag auf meinem Plan, eine Entscheidung zu treffen, ob unser nächster Kurs in der letzten Maiwoche tatsächlich stattfinden kann. Das ist ein großer Kurs, da kommen die Leute dreimal eine Woche zu uns, Flexodrucktechnologe mit Zertifikat am Ende, und wir können das nicht ewig verschieben, also vielleicht können wir da jetzt tatsächlich dann Ende Mai damit loslegen, natürlich mit einer Aufteilung der Mannschaft in zwei Teile, sodass dann immer nur gleichzeitig wenig Leute zur gleichen Zeit in dem Seminarraum sind und die anderen dann im Drucksaal, und so wird dann halt durchgewechselt. Und falls es dann mit diesem Tag X, den die Frau Koprostek gerade gesagt hat, dann doch noch ein bisschen auf sich warten lässt, dann werden wir auch noch, sind schon dabei, noch weitere Online-Formate aufzubauen. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade so in der Mache ein Fachsymposium. Das ist eins unserer Formate im Verband, wo man sich normalerweise in einer Gruppe von vielleicht 30 bis 50 Leuten begegnet und dann offene technische Gespräche führen kann. Also wir das jetzt auch mal virtualisieren. Da gibt es schon interessante Themen, die da zur Verfügung stehen. Lieber wäre es mir schon, wir könnten das in Präsenz dann durchführen, aber falls das nicht geht, dann sind wir fast schon gewappnet für sowas, ja, genau. Ja, dann herzlichen Dank an Sie beide, und ich bin ganz sicher, wir haben ein gutes Auftakt, eine gute Deutschlandpremiere geführt mit einem für mich immer spannender werdenden Thema, weil normal hat man den Flexodruck irgendwo im Hinterkopf, aber man rückt ihn sich nicht so ins Bewusstsein. Dadurch, dass Sie ja bestimmte Marktbereiche angesprochen haben, vor allen Dingen auch die Lebensmittelverpackungen, denke ich, werden viele nicht nur aus unserer Branche, sondern darüber hinaus einen guten Zugang kriegen zu den Themen, wie wir sie hier besprochen haben. Und vielen Dank auch für den Einblick in die Nöte, aber auch in die Findigkeit bei der Verbandsarbeit, aus der Not eine Tugend zu machen. Und ich darf zum Schluss eine liebgemeinte Drohung aussprechen. Ich fürchte, wir reden wieder miteinander. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Bleiben Sie gesund und eine gute Zeit. Hashtag Zuversicht. Und das Inkisch-Team bedankt sich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, weiter Spaß gemacht. Ja.